Schaut weg, wenn das Ding das nicht sein sollte, seht die Leere wirkt, damit ihr nicht in Angst und Schrecken versetzt werdet. Ja, okay. Ja, am besten ihr klatscht ihn irgendwo komplett nach irgendwo nach nirgendwo, dann sehe ich ihn auch nicht und dann passt er. Ja, das geht ja doch. Ich verstehe mal noch nicht, wo der Vibe da großartig drin sein soll. Vielleicht liegt das nicht wirklich so optional und ganz ehrlich, wenn wir vielleicht in der Gruppe gewesen wären, wären wir definitiv gewiped, aber ich finde, Schlagzugsbrowser, ganz ehrlich, das hatte ich schon mal irgendwo erwähnt, wenn du dich nicht wirklich behindert anstellst, wirklich, und mit behindert musst du wirklich einen IQ von 10 haben oder darunter, wenn du einigermaßen weißt, wie man auf den Boss draufhaut und weißt, aus diesen kleinen Grützen, die hier auf dem Boden liegen, rauszugehen, dann kannst du eigentlich nicht viben. Es sei denn, er kommt irgendwas und du hast nicht aufgepasst und du bist tot. Okay, das kommt vor, aber ansonsten kommt es selten vor, dass du wirklich mal eine gesamte Gruppe ausgelöscht wird. Das hatten wir jetzt in den Aufnahmen wirklich sehr selten. Also bis gar nicht. In Warlords of Draenor, erinnere ich mich, hatten wir da schon mal öfter, wo wir gewiped sind. Aber das war auch Warlords of Draenor. Neue Erweiterung, neues Glück, wie man so schön sagen würde in der Situation. Da lief es auch nicht wirklich bei uns. Kann man auch wirklich so sagen, wie es ist. Na schön, der hat nicht mehr allzu viel. 13%. 14%, ja, jetzt 13%, ja, wollte ich mich gerade korrigieren, aber da ging nichts. Gut, mal gucken, wenn das wirklich jetzt schon das Ende ist, dann, ja, heißt es, wir werden hier einen kleinen Aufnahme-Cut machen und dann sehen wir uns wieder, wenn wir beim dritten Boss sind. Warum auch immer das so gelaufen ist, manchmal, das kotzt mich an, aber ihr habt meine Meinung dazu gehört, das ist blöd. So. Eigentlich glaube ich nicht, dass wir vipen, wie gesagt. Es leben der größte Teil unserer Gruppe. Ich weiß, dass alle Damage auf den Boss machen und nicht auf das Ad, aber scheiß auf die Ads, wenn der Boss gleich sowieso down ist. Das passt schon, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Bin ich guter Zuversicht. Ah, da sind alle sehr schön. Wobei, shit, wir vipen doch! Nein! Ja, da habe ich eine Sekunde lang, ich habe gesagt, ja, tot. Lustig. Sehr, sehr witzig. Der erste Vibe. Und das ist wie im Bilderbuch, wirklich wie im Bilderbuch. Das ist super. Das ist super. Da sagt man so eiskalt, ja, Vibe, das wird doch nie passieren, das wird doch nie passieren und so weiter. Und dann auf einmal, zack, tot. Lustig. Auf jeden Fall sehr berauschend. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Cut und sehen uns wieder bei dem Boss. Solange checke ich ab, ob sie wirklich den Botaniker schon besiegt haben oder nicht. Das sehen wir gleich. So, da sind wir nochmal. Angeblich haben sie es noch nicht gemacht. Das heißt, wir haben noch eine Chance. Es sei denn, ich habe falsch geguckt. Aber okay, wir haben nochmal eine kleine Planbesprechung gehabt, wie das jetzt hier abläuft. Damage of an Ad ist wohl die Devise. Nach einer wirklich sehr, sehr beschissenen... Man kann jetzt wirklich gesagt haben, wie es ist. Es lief nicht gut. Das ist immer dieses Karma, was einem wirklich ins Gesicht schlägt, wenn man da anfängt, über sowas zu reden. Gerade sagt man so, Vipen, das ist doch so unmöglich. Da müsste man wirklich der größte Lappen sein und so weiter. Und auf einmal, zack, alle tot. Kommt vor. Das kommt auf jeden Fall sehr, sehr schnell vor. Da haben wir uns nicht optimal eingestellt drauf. Scheinbar hätten wir wirklich Damage auf das Ad machen sollen. Ich war ein bisschen zu vorteilhaft und habe so gesagt, sowas, ja, scheiß aufs Ad hauen. Einfach Damage auf den Boss, dann haben wir die Sache hinter sich gebracht. Aber nein, lässt er nicht zu. Also wenn wir da wirklich nicht Damage auf den Ad machen, der zerfickt uns. Im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich. Bin ich gefallen und zig Millionen andere sind dann 5 Sekunden später nach mir gefolgt. War nicht wirklich die berauschendste Erfahrung, die ich hatte. Kann man wirklich als ersten Vibe anbetrachten. Ich glaube, bis jetzt hatte ich sonst keinen. Also jetzt in Legion bezeichnet. Warlords of Draenor ist eine andere Geschichte. Da hatten wir genug von diesen sogenannten Vibes. Die können mir auch gestorben bleiben. Hoffen wir mal, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Aber jeder ist, glaube ich, in der Sache geschult. Wir haben auch alle Leute mit an Bord geholt, die wir brauchen. Das heißt, wir sind auch eine volle Truppe. Heißt auch, dass der Damage diesmal optimal ausgelastet ist und jeder Damage jetzt hier auf den Gegner drauf ist. Das heißt, sowas wie gerade eben sollte nicht passieren. Ich glaube, wären da nicht 2 Leute rausgegangen, wenn ich mich nicht recht täusche, waren es 2 mitten im Kampf. Glaube ich, hätte das vom Damage gereicht. Den Damage, den sie noch dazugegeben hätten, hätte, glaube ich, ausgereicht,
das zu Ende zu bringen. Aber wie gesagt, hätte Fahrradkette, ne? Kennen wir alle. Deswegen weiter das machen, was wir tun müssen. Also jetzt Damage Deal einfach nur auf den Boss stumpf draufhauen, bis er irgendwann mal sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich fall um. Das ist das, was uns, was für uns wichtig ist. Okay, er rastet aus. Ich glaube, er, ja. Okay, wir tauschen die Location und kommen wieder zurück zu unserem Lieblingsplaneten. Ja. Ist es der Arcus? Ist es Superman? Warum liegt hier Stroh? Man weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was das, wo wir sind. Irgendwo im Kosmos, warum wir leben. Ich habe auch keine Ahnung. Wie man überlebt. Ich habe auch keine Ahnung. Alles, was ich weiß, der Typ muss sterben, weil wenn wir noch ein zweites Mal an ihn vipen, ja, ich sag mal so, je öfter wir an ihn verrecken, umso größer ist die Peinlichkeit dann. Dementsprechend sollten wir da vielleicht, ja, diesmal es richtig auf die Reihe bringen. Er hat ja schon die Hälfte verloren, das ist definitiv schneller als vorher, wenn ich mich nicht recht täusche. Das geht dann fixer gerade. Wenn das Add kommt, Damage auf ihn drauf machen. Ich habe jetzt auch verstanden, wie das Prinzip funktioniert. Wenn er irgendwas castet, auf von ihm weggucken. Habe ich auch gemacht. Warum der 4 trotzdem sitzt, weiß ich nicht. Der war mir wirklich, der war hinter meinen Rücken. Und das zählt schon eigentlich, als ihn nicht angucken kann. Warum ich gefiert wurde, keine Ahnung. Vielleicht ist er auch wieder dazu gelaufen. Was passiert ist, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir gestorben. Das ist was, das bin ich mir sicher, dass es auf jeden Fall passiert. Das heißt, wenn das Ad jetzt kommt, müssen wir da ein bisschen, ja, systematischer an die Sache rangehen und dann jetzt sagen, okay, scheiß auf den Boss, auf das Ad drauf, damit es uns nicht so viel Damage abknüpft. Weil das hat uns wirklich gerade eben das Genick gebrochen. Aber ich bin überrascht, der zweite Part ist jetzt, sagen wir mal, für die DDs aus der DDs-Sicht, ja, kann man sagen, nicht wirklich so kompliziert. Also, man könnte meinen, es wäre für die DDs eigentlich ziemlich einfach, da mitzukommen, weil, ja, man muss nur einfach aufpassen, dass wenn Sachen auf einen drauf sind, halt weggeht von der Gruppe und so weiter und so fort. Aber an sich sehe ich da momentan nicht so ein großartiges Problem bei der Sache. Klingt easy auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr easy. So, ich warte jetzt mal, bis das Mob kommt. Warum kommt das eigentlich gar nicht? Normalerweise müsste es jetzt um diese Zeit kommen. Es sei denn, es muss irgendwas getriggert werden, dass er dann kommt. Aber irgendwie will er nicht kommen. That's what she said. Well, nächstes Thema. Ah, doch, da ist es doch. Ah. Never mind, okay. Wie gesagt, Damage auf den Mob heißt das jetzt. Der hat nicht so viel. Da kann ich mich, ja. Sehr der Lehre ist egal, die werden alle gefiert. Mich interessiert das nicht, ich kann mich da ganz gut aus der Sache ziehen. Ah, okay, und solange das wirkt, kann wir keinen Schaden auf ihn machen. So, das heißt, wir werden jetzt nur nicht unbedingt unsere coolsten Angriffe gegen ihn einsetzen. Okay, jetzt von ihm wegschauen. Passt! Okay, das heißt, wir haben es vielleicht wirklich falsch gemacht. Jetzt läuft es doch definitiv besser. Alle haben ihren Job erledigt und guck mal, der Boss sinkt und sinkt und sinkt seine Lebenspunkte. Es ist Zeit für ein Duell, mein Freund. Nicht dieses Kartenduell, aber Zeit für einen Tod. Oh shit. Oh shit. Leichenexplosion? Ja, gut. Da wollte ich mal ein bisschen weggehen und meine Kameraden nicht so in die Gefahr bringen. Aber ich glaube, angesichts der Tatsache, dass er nicht mehr so viele Prozente mehr hat, ist es, glaube ich, unrelevant, ob wir da jetzt noch was machen. Wir haben das Ed getötet. Der größte Schadensausteiler bei ihm. Was für ein Ed? Ach, das Ding ist schon wieder da. Ja, okay. Wir werden jetzt nicht hier Rainbow Style machen und da nochmal ihn versuchen, komplett runterzuhauen. Wir werden hören, was die lieben Kameraden sagen. Oh, shit. Und werden ihn angreifen. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt den Helden spielen. Wobei wir nur die, ja, nur wenig Leute an ihn rangehen. Das ist gerade ein bisschen kacke. Das ist jetzt nicht gerade das, was ich meinte. Ich würde jetzt lachen, wenn wir jetzt wieder kurz vorm Sieg sterben. Das ist dann dieses, oh man. Damage on Boss, sagen alle. Aber nee. Nee. Das sehe ich nicht ein. Wie gesagt, lieber auf Nummer sicher gehen, nochmal das Ad weghauen und jetzt kann man nochmal auf ihn draufgehen. Da braucht man jetzt nicht unbedingt nochmal auf Risiko gehen. Da hat man gesehen, was das Risiko gebracht hat. Wir sind gestorben. Alle. War ja eine sehr aufregende und schönes Erlebnis. Sehr schön. Tod.
Jetzt ist natürlich die Frage, die ich mir Sternen deuten wollte. Lohnt es sich bei ihm? Oh, ja. Wir brauchen auf jeden Fall die Handschuhe, damit wir 2 Set-Bonis haben, weil Verstümmeln dann zusätzlich 30% im Verlauf von 8 Sekunden macht. Und da wir 6 Coins haben... Oh, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das Glück ist bei mir so wie... Ich würde jetzt lachen, wenn auf einmal dann wir beim Endboss jetzt Sachen bekommen, aber eigentlich das Wichtigste, was ich bräuchte, ist von ihm. Weil ich bin eigentlich der Typ, der versucht, das Set zusammenzustellen. Ja, und die Handschuhe sind leider ein wichtiger Part davon. Wird also darauf hinauslaufen, dass ich, offline nochmal ein paar Mal dann nochmal in diese Raid reingehen muss oder in diesen Teil des Raids, weil es scheinbar wohl nicht anders funktioniert. Gut. Ich hatte die Befürchtung, dass wir vielleicht nochmal den Boss übersprungen haben, aber wahrscheinlich, wie es darauf hinausläuft, haben wir nur die Ads übersprungen. Oder habe ich jedenfalls die Ads übersprungen. An sich hat sich nicht großartig viel getan. Passt. Sehr schön. Das heißt, bis zum nächsten Boss trennt uns nicht allzu viel. Ich glaube, das ist auf der anderen Seite der Brücke müsste er ja schon sein. Glaube ich. Ja, Tatsache, nicht weit. Ja, okay, mal gucken, wie viel Trash uns da abtrennt, aber... Oh, shit. Aber an sich... Oh, shit. Ja, sieht nicht gut aus. Gerade fresse ich ziemlich viel Blei. Das ist gerade absolut nicht so geil. Und der Typ verreckt gerade weg. Dann wollen wir mal helfen. Nicht, dass sie uns hier verreckt. Okay. Man kann sie auch nicht stunnen und so weiter. Das funktioniert scheinbar auch nicht. Kicken funktioniert auch nicht. Na schön. Ich weiß nicht, warum jetzt alle Leute auf einmal in den Trashline reingelaufen sind. Ohne Organisation, ohne nichts. Das war jetzt irgendwie, ja... Lame. Kann man schon sagen. Sie springt schon weg, weil sie weiß, dass sie gleich verrecken wird. Oh ja. Ein Schuss, die ist weg. Ich kann ja auch nichts mehr machen. Abkontern kann ich nicht. Und jetzt will sie auf mich raufgehen. Mit sehr gutem Damage quasi. Ja. Ich kann das zwar vielleicht ein, zwei Mal abschmettern, aber spätestens... Ja, doch, doch. Kriege ich vielleicht noch hin. Kriege ich vielleicht noch hin. So ein One-on-One. One-on-One, Bitch. You and me. You and me. You and me, Bitch. You and me. Murat, hilf mir! Murat! Okay, ich krieg Hilfe. Super. So kämpfen die Türken. One-on-One und dann so noch dahinter so noch ein paar Leute dazu holen, ne? So den Ahmed Sanchez. Nichts gegen Türken. Ich habe genug Türkenfreunde, aber ich meine halt nur vom Prinzip her. Ne? Ne? Verprügelt mich bitte nicht! Na schön. Genug der Witze. Machen wir einfach weiter. Der Rest... Ich glaube, die Hälfte fehlt dann noch. Wo ist denn der Rest bitte abgeblieben? Guck mal, das sind 5 oder 6 Leute, die noch nicht mal den Weg hierher gefunden haben, Alter. Kauft euch Navi, Alter. Ganz ehrlich. Gibt es sogar. Es gibt sogar einen Mod, der wirklich dich direkt... Oder warte... Nein, der regiert, glaube ich, nur, in welche Richtung du bei der Quest laufen musst. Aber wäre schön, wenn man so ein, Boss-Guide hätte. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Guide. Der einen wirklich dirigiert, wo es vom einen Boss zum anderen geht. Wäre eigentlich, wäre ich begabt in Mods erstellen, wäre das wirklich eine, eine Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen könnten. Ja, es klingt nicht schlecht, die Idee. Müsste ich mir patentieren. Wie jemand klaut mir die Idee. Es sei denn, es gibt schon, dann, ja, dann ist es halt so. Und die Tatsache, dass ich klein bin, woran liegt das? Schrumpfen! Ein gesamter erlittener Schaden um 80% erhöht. Yay. Sehr gut. Immer auf die Kleinen. Immer auf die Kleinen. Das geht so nicht. Ja, den Offliner würde ich raushauen. Ich wünschte, ich wüsste, wo der Offliner wäre. Dann könnte ich ihn... Bin ich überhaupt Leader? Nein, bin ich auch nicht. Wollte gerade sagen. Es gehen so viele Bounds raus, man weiß nicht mehr, wo der Leader abgeblieben ist. Ich würde ja gerne auch die ganzen Reihen zusammenrücken, aber funktioniert nicht. Fragt mich nicht, wieso. Wie gesagt, das werde ich wirklich, tut mir außerordentlich leid. Kein Scheiß, dass es jetzt so aussieht, wie es jetzt aussieht. Das ist wirklich, bin ich wirklich auch, traurig. Dass das wirklich so aussieht. Aber kann ich jetzt nicht machen. Ich kann nicht während des Kampfes das umstellen. Und aus irgendeinem Grund kann ich den Bike nicht ziehen. Also da muss ein bisschen schwarz sein.
dass ich das überhaupt bewegen kann. Ansonsten funktioniert das nicht. Keine Ahnung. X-Pearl halt, X-Pearl. Ich werde wirklich tausend, wirklich im jeder zweite Kommentar bei mir ist, wie heißt der Mod? Oder wie heißt das Interface, was ich benutze? Es ist wirklich geil, aber es gibt da so Kinderkrankheiten, die mich zum Beispiel bei X-Pearl nicht aufgeregt haben. Ne? X-Pearl ist ja sozusagen wie Z-Pearl, hatte aber ein paar andere kleine Tweaks und Feinheiten, was Einstellungen und so weiter geht. Schade, wirklich schade, 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 dass sie es seit Warlords of Draenor nicht mehr unterstützen. Und die einzigste, ja, wie sagt man das, einigermaßen ähnliche Mod ist dann halt Z-Pearl. Aber das ist von der Aufstellung her ein Tick anders, von den Einstellungen her und so weiter. Ich könnte jetzt die Unterschiede sagen, aber ich habe Z-Pearl nie benutzt. Wie gesagt, ich habe nur X-Pearl benutzt, wenn irgendwie ein Patch rauskam oder eine neue Erweiterung. Ja, ist halt traurig, wie es gelaufen ist.